Betty, 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 komm her! Die, komm doch mal jetzt hier. Felix? Ja? Was ist das für ein Hund? Das ist Rudis Hund. Ich bin doch gerade Hundesitter. Und ich will mit dem raus, Betty, jetzt komm mal. Und bei der Hitze? Ja, klar, deswegen ist ein richtiger Hotdog. Hotdog. Aua! Hallo und herzlich willkommen zu YamTamTam. Es ist wieder Food Battle Zeit und heute geht's um Hot Dogs. Wer unsere Food Battles noch nicht kennt, hier nochmal die Regeln im Schnelldurchlauf. Wir haben hier Aufgaben und Fragen. Der jeweils einer stellt dem anderen eben eine Frage und eine Aufgabe. Kann er sie bewältigen, kriegt er einen Punkt und eine Zutat. Kann er sie nicht bewältigen, kriegt der andere eine Zutat seiner Wahl, aber keinen Punkt. Dann gibt es hier noch Schätzfragen, das erklären wir dann, wenn es soweit ist und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und der Gewinner wird dann an unserem Scoreboard festgehalten, wo auf unglaubliche Art und Weise Gleichstand herrscht. Mal gucken, ob wir das heute ändern. Ich sag nur eins, es geht um den Geschmack. Los geht's. Das stimmt. Aber jetzt erstmal ein episches Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Haha. Such dir eine Frage aus, ich stelle sie dir. Oder eine Aufgabe. Hoffentlich kriegst du eine Aufgabe, die du nicht bewältigen kannst. Da, 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 da. Was ist der Unterschied zwischen Wiener und Frankfurter Würstchen? Sag jetzt nicht, die einen kommen aus Wien, die anderen aus Frankfurt. Ich würde sagen, es kommt auf die Länge an. Frankfurter bestehen aus Schweinefleisch, Wiener hingegen aus Schweine- und Rindfleisch. Das heißt, ich darf mir eine Zutat auswählen. Aber ich hatte trotzdem recht. Okay, ich wähle aus, nur damit ich es schon mal sicher habe, Röstzwiebeln. Ich liebe Röstzwiebeln. Okay, jetzt bist du dran. In welche drei Kategorien werden Würste eingeteilt? Geil, die ganze Kette Wurst. Ja, geil. Mit Würsten kenne ich mich nicht aus. A. Brühwürste, Kochwürste, Rohwürste. B. Kochwürste, Schnittwürste, Garwürste. C. Kochwürste, Garwürste, Rohwürste, Sahara-Wüste. B. Ich nehme B. Das mit der Sahara-Wüste habe ich mir ausgedacht. Aber es ist falsch, weil in Wirklichkeit werden Würste eingeteilt in Brühwürste, Kochwürste, Rohwürste. Das heißt, ich darf mir eine Zutat aus. Ehrlich? Ja. Aha, du hast mich also durcheinander gebracht mit der Sahara-Wüste. Ich nehme... Das war Betrug. Ich nehme Zwiebeln und mache mir meine eigenen Röstzwiebeln. Pah, Cheater. So, wie viel kostet der teuerste Hotdog der Welt? A, 60 Euro, B, 190 Euro, C, 230 Euro. Alle Werte natürlich circa. Ich schätze 230 Euro. Ding, 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 ding! Ein Punkt und eine Zutat. Der erste Punkt des Tages. Okay. Mr. Bacon. Gut. It's my time to shine. Challenge. Würstchen balancieren. Balanciere einen Hotdog-Würstchen für mindestens 15 Sekunden auf deiner Fingerspitze. Was? Das ist, glaube ich, easy peasy, mobisi. Na gut, dann her mit der Wurst. 3, 2, 1, los! Hand weg! Hand weg! Es hat keiner gesagt, dass ich nicht stabilisieren darf. So lustig. Und so. Du hast gewonnen! Mensch, dieses Würstchen hat mir alles abverlangt. Was möchtest du für eine Zutat? Gut. Ich will die Gürkchen. So, jetzt bist aber du und ich hoffe, du kriegst irgendwas mit Würstchen zu tun. Das ist doch schon wieder irgendwas Einfaches. Was gehört nicht auf einen Michigan Hotdog? A, Zwiebeln, B, Gewürzgurken, C, Hotdog-Würstchen. Gurken. War schon wieder viel zu einfach. Ein Punkt und eine Zutat. Es steht jetzt 2 zu 1. I go for avocado. 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 Na gut. Oh, in welcher Stadt wurde der Hotdog ursprünglich erfunden? Mhm. Mhm. Ja. A. New York. B. Frankfurt am Main. C. London. Es ist bestimmt Frankfurt. Du hast recht. Ha! Haha! Toll. Ja, da kommen die Würstchen her. Und deswegen darf ich jetzt eine Zutat auswählen. Und weil ich einen Punkt habe und damit ist Ausgleich, Mayo für mich. Denn jetzt habe ich schon mal die Grundbasis für einen guten Hotdog geschaffen. Na gut. Es ist, haha, eine Challenge. Du musst 5 Rosinen aus einer Schüssel voller Reis und Mais herausfischen und das mit verbundenen Augen in 30 Sekunden. Okay. Jetzt menge ich hier nochmal durch, damit es nicht so einfach ist.
gut verteilen, die Rosinchen. Stell das jetzt hier hin. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins. Zwei. Drei. Vierte. Oh, aber haarscharf. Haarscharf. Noch gut geschafft. Du kannst die Tomaten ablegen und dir eine Zutat aussuchen. Der gute Bio-Väter. Väter. Mutter. Schätzfrage. Wie lang ist der längste Hotdog der Welt? Ach so, die Regel müssen wir jetzt auch nochmal erklären bei der Schätzfrage. Es ist nämlich jetzt so, dass wer am nächsten dran ist, einen Punkt bekommt und dem anderen eine Zutat klauen kann. Mhm. Okay, ich hab was, ja. Eins, zwei, drei. 25! 7,30 Meter. Wie viel hast du? 7,30 Meter. 7,30 Meter. Okay, ich hab 25. Wir brauchen jemanden, der es auflöst. Ja, okay. Rudi! Ja toll, wen sonst? Die Länge ist 218 Meter und 70 und ist damit nur ein bisschen länger als Felix. Na, du weißt, was ich meine. Du hast deine Last zu tragen. Bis später. Gut, damit waren wir beide. Die, ich noch nicht wusste. Felix, such dir doch bitte einen Zutat aus von meinen. Okay. Also ich krieg auch einen Punkt Gleichstand, möchte ich nur gesagt haben. So, was nehme ich von dir? Zwiebeln. Meine Zwiebeln. Leid. Okay. Challenge. Zwiebeln stapeln. Wer es schafft, oh, das ist für uns beide. Wer es schafft, am meisten Röstzwiebeln in Gramm auf dem Hotdog zu legen, gewinnt. Die Challenge ist vorbei, wenn eine Röstzwiebel vom Hotdog herunterfällt. Okay, los geht's. Es geht ja nicht um Zeit, ne? Nee, dürfen nur nicht runterfallen vom Hotdog. Also streng genommen, dürfte ich auch das machen? Hat ja keiner gesagt, dass ich nicht unten drunter legen darf. Natürlich relativ unverschämt jetzt. Ich hab schon verloren. Oh, ja, ich muss ja noch weitermachen. Wie viel hast du? 6 Gramm? 4. Ich habe das mittlerweile klebend schon so an den Fingern, dass ich Angst habe, dass einfach so ein Stückchen von meiner Hand einfach runterfällt. Ah. Ja, da ist ein Stückchen runtergefallen. Ha! Beide. Auf 6. Gleichstand. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, beide eine Zutat, keiner einen Punkt. Na gut, bin ich dafür. Dann machen wir aber Schnick, Schnack, Schnuck, wer zuerst seine auswählen kann. Vielleicht wollen wir dasselbe. Schnick, Schnack, Schnuck. Na gut, du darfst das Beste auswählen. Schnittlauch. Verdammt, wir wollten wirklich dasselbe. Na gut, dann nehme ich. Das ist ja Koriander. Ich wollte eigentlich Petersilie. Ah, Petersilie. Sehr gerne. Schön. Dankeschön. Nächste Frage. Geht auf die Zielgerade. Challenge. Toastbrot-Wettessen. Wer als erstes schafft, eine Scheibe Toastbrot aufzuessen, ohne was zu trinken, gewinnt. Easy. Ja? Easy. Auf die Plätze. Wir können auch anfassen. Auf die Plätze. Cheers. Fertig. Los. Nachmittag. Ist es okay? Fertig. Ich würde sagen, der Punkt ist mein und die Zutat auch. Senf! Denn ich liebe Senf! Senf macht alles besser. Okay. Die letzte Challenge. Erschmecken. Erschmecke 2 von 3 Zutaten mit verbundenen Augen. Deine Spezialität. So, es geht los. Ich habe dir hier was vorbereitet mit Zahnstochern. Ja, dann bleiben wir mal hier. Lecker. Ja, so heißt das. Pfirsich oder Nektarine? Ja, was ist das nur? Ist ja gar keine Schale dran. Ja. Wie soll man das wissen? Tja. Kann ich vergleichen? Ja. Jetzt nimmst du das und dann vergleich mal. Schmeckt noch ein bisschen mehliger. Nachdem du das verglichen hast, vergleich doch mal das da. Das war kein Pfirsich. Now we are talking. Das war eine Aprikose. Mhm.
habe ich noch dieses Dilemma hier. Es geht in die Entscheidung. Weniger probieren, sag mir. Ich entscheide mich für hier Nektarine, da Pfirsich, aber es kann auch umgekehrt sein. 1A, alles richtig. Aber es war nur Glück, ich gebe es zu. Alles korrekt, 3 von 3. Der Unterschied geht wirklich nur um die Fusselhaut offensichtlich. Schnapp dir eine Zutat, es ist Gleichstand. Oh baby, I like it hot. Dann nehme ich die scharfen Jalapenos. Wir haben jetzt Gleichstand, aber es ist noch nicht vorbei. Es geht in die Mystery Boxes. So, wir haben jetzt hier 3 Mystery Boxen. Wir können, wenn wir wollen, eine auswählen und sichern uns damit einen Punkt. Wir müssen dann aber die Zutat unten drunter auch verwenden. Das Ding ist, dass wir ja gerade Gleichstand haben. Also möchte man schon eine Zutat nehmen, aber wenn es was ist, was nicht passt, weil der Geschmack zählt ja auch und dafür gibt es auch noch einen Punkt. Das ist schwierig. Gibt sogar mehr als einen Punkt, oder? Bis zu 3. Bis zu 3, ja. Okay. Ich nehme eine. Ich auch. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Okay, es ist eigentlich total unerheblich. Ich nehme einfach die. Dann nehme ich die. 3, 2, 1, los. Ich wusste es! Ich wusste es! Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Erdbeermarmelade hier reinkriegen soll. Ja, schwierig. Aber ich überlege mir was. Ja, ich was wäre hier drunter gewesen? Nein! Tja, okay. Das heißt, es geht jetzt ans Zubereiten. Es ist weiterhin Gleichstand. Jetzt geht es nur noch um den Geschmack. Als allererstes backe ich mal unsere Baguettebrötchen auf. Ihr könnt natürlich auch Hotdogbrötchen nehmen oder was ihr gerne möchtet. Wir hatten jetzt gerade Bock auf die, weil die haben einen schönen Griff. Okay. Dann können wir anfangen zu präparieren. Ich tupfe mir hier schon mal ein bisschen Petersilie raus und ich mache mir erstmal so eine Art Remoulade. Bacon in a pan. Okay, bitteschön. So. Ich bin der Petersilienzupfer. Ich zupfe Petersilie. Ich habe hier eine köstliche Avocado. Die wird geöffnet. Hopp. So. Fruchtfleisch hinein. Das reicht jetzt bei mir. Jetzt darf ein bisschen Salz und Pfeffer zur Avocado natürlich. Und ein paar Jalapenos dürfen mit rein. Ich mache meine Petersilie jetzt mal hier rein. Ich mache mal hier jetzt meine Mayo rein. Dann manche ich. Oh, rausgehüpft. Oh, rausgehüpft. Und ich schnappe mir noch ein bisschen vom Gurkenwasser. Ich hoffe einfach, dass alles andere, was ich habe, so dominierend vom Geschmack ist, dass die Erdbeermarmelade nicht durchkommt. Jetzt hole ich mir hier meine Gherkins. Weil ohne die Gurke ist ein Hotdog ein Witz. Ich hoffe, das weiß der Rudi. Und bewertet das natürlich, denn ohne Gurken funktioniert das nicht. Es geht mir um die saure Komponente und die ist bei mir durch die Jalapenos erfüllt. Okay? Nein, 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 es geht nur um die Gurken. Es geht immer nur um längliche Gegenstände. Oh Gott. Ich nehme ein bisschen Schnittlauch, apropos längliche Gegenstände. Ich mache jetzt hier mal meine geschnittenen Gürkchen rein, um noch ein bisschen Geschmack in die Mayo zu kriegen. Ich bin schon fertig. Ich muss meine Zwiebel noch schneiden. Aber ich kann uns die Würstchen schon mal warm machen. Mach doch schon mal die Würstchen warm. Vielleicht könnte diese Zwiebel meine Rettung sein. Ah, kannst du auch meine Rettung sein. Na gut. Ja, was machst du denn mit der Erdbeermarmelade? Ja, ich habe vor, sie zu diesen gebratenen Zwiebeln dazu zu schmeißen und wie eine Art Chutney daraus zu formen. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Klingt nicht so schlecht. Ich werde auf jeden Fall verlieren, wenn ich sie einfach reinstreiche ins Brötchen. Mist. Ist gerade eingefallen, dass ich die eigentlich in Scheiben schneiden wollte. Jetzt werden es halt kleine Stücke. Ist auch okay. Möchtest du ein bisschen Öl reinhaben? Gerne. It's getting hot in here. Oh, so take off all your clothes. Ich schmeiß mir das schon mal hier in die Pfanne rein. Einmal den Speck abtropfen lassen. Ich hole mal schnell die Brötchen raus. Hol doch mal die Brötchen raus. Liebe Community, ihr habt es euch ja gewünscht. Wir wären zu zimperlich bei den Mystery Boxen, deswegen für uns beide ein schöner Esslöffel voll. Und ich gönne mir jetzt einen schönen Esslöffel voll Erdbeermarmelade in meine wunderbar angerösteten Zwiebeln. Mmh, dieses Geräusch! Hammer! Ich hoffe, das war eine gute Idee. So, alles schön vermengen. Bis sich alles schön zu einem Kompott zusammengefunden hat.
Weil dann bleibt nämlich nur noch das, was die Erdbeermarmelade ausmacht. Nicht das Wasser, das da noch drin ist, sondern Zucker und Erdbeere. Ja? Ich würde sagen, ich fange schon mal an anzurichten. Mal kurz probieren. Ja, das ist was. Ich nehme mein Hotdogbrötchen. Muss das mal rausholen. Guckt euch das an, Freunde. Oh ja, das wolltet ihr so. Ich gebe jetzt ein bisschen Avocado-Creme unten rein. Dann kommt darauf das Würstchen, der Speck. Dann habe ich ja hier noch meinen leckeren Feta-Käse. Dann die Marshmallows. Vergiss nicht, ein guter Esslöffel. Ja, ja, so viel wie halt passt, ne? Ja, ordentlich. Ich will da auf jedem Bissen einen Marshmallow sehen. Ja, ich glaube, dass es nicht so schlecht ist. Und ganz zum Schluss ein bisschen Schnittlauch. Und ich meine, ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und das sieht auf jeden Fall ziemlich bunt aus. So, dann mache ich jetzt auch mal. Ich hole erstmal das Würstchen raus. Abtropft. Dann fangen wir an mit der Mayo, um uns ein bisschen zu kleben. Ich helfe dir. Fangen wir hier ein bisschen an, ein bisschen zu verteilen. Und jetzt kommt gleich meine bewährte Doppeldecker-Technik. Röstzwiebeln sind am besten dann, wenn man sie mehrfach hat. Also erstmal hier eine kleine Schicht Röstzwiebeln. Dann nochmal ein kleiner Klecks Mayo. Dann das Würstchen. Die Mayo. Nochmal. Ja. Aber nur ein bisschen. Der Senf. Hast du öfter in schwedischen Möbelhäusern unterwegs? Ja, und ich wusste, wie ich es ausnutze. Ein bisschen Senf. Ja, sieht schon wieder, siehst du wieder so aus, als würde ich das machen. Aber ist ja kein Problem. Ich wollte gerade fragen, was optisch jetzt schöner ist. Angeberin. Aber es kommt ja auf den Geschmack drauf an, außerdem zelebriere ich es. Dann wieder Röstzwiebeln. Nochmal. Ja. Damit verkleistern wir die nicht so schönen Stellen. Gurken. Aber Felix, nicht, dass dann kein Platz mehr ist für deine Erdbeermarmelade. Oh nein, das kommt ganz nach oben. Ich bin da stolz auf meine Erdbeermarmelade. Das wird zelebriert. Gürkchen. Und zum Schluss, zum grünen Abschluss, mein geheimes Rezept für Erdbeer-Zwiebel-Chutney. Ja, damit der Rudi auch von allem was bekommt. Oh ja. Guck dir das Baby an. Und ich sag ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und guckt euch mal die Farben an. Warte. Erstmal sag ich das immer. Ja, fantastisch. So muss es aussehen. Lecker. Rudi, wir räumen auf und dann kommst du. Toll, das habt ihr richtig toll gemacht. Das sieht wunderbar aus. Schön die langen Würstchen genommen, die können eine schöne Rache kitzeln. Darum muss ich jetzt auch Besteck nehmen und mich ein Stück abschneiden, weil ich auch ein Bartproblematik habe, ja, das wisst ihr. Vergiss nicht das bewährte Erdbeer-Zwiebel-Chutney. Ja? Ich fange nun mal an dann mit Felix Erdbeer-Hotdog. Schön ein bisschen Chutney drauf. Ja, so ist gut. Ist es ein Erdbeerwürstchen? Ist es ein Erdbeerbrot? Nein, es ist Felix Strawberry Hotdog. Mhm. Bewährt. Mhm. Eine sehr gelungene Kreation. Ein bisschen sehr süß vielleicht, die Erdbeer-Chutney. Aber man kann es gut essen, kann man gut mal nachmachen. Vielleicht auch mit anderen Konfitüre. Ich weiß nicht, was ihr mögt. Und nun kommen wir zu Felix Hotdog. So. Da sehe ich noch kein Marshmallow. Da ist Marshmallow. Wo? Da. Da haben wir ein Marshmallow. Machen wir noch. Das ist doch Feta. Jetzt sind drei Marshmallows. Noch okay. Drei Marshmallows dabei. Du leidest. Ich sehe das schon die Kehlen am Bart. Avocado Marshmallow. Lecker. Das ist tatsächlich sehr hervorragend. Von den Marshmallows merkt man gar nicht mal so viel. Die schmelzen so dahin. Zergehen in die Gaumen, du hast eine leichte süße Komponente, nicht so eine dominante süße Komponente wie bei dich, Felix. Darum, ich darf 0 bis 3 Geschmackspunkte verteilen und muss sagen, in diesem Fall hat Felix 3 Geschmackspunkte bekommen und Felix 2 Geschmackspunkte, weil es war auch sehr gut, aber hier passt es noch ein bisschen besser zusammen. Die Mystery Box war mein Genickbruch und ich gebe dir jetzt hier deine zweite Zitrone. Ja, danke. Ganz toll.
Wir hoffen sehr, dass euch unsere Hotdog-Action gefallen hat. Wenn ja, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Das würde uns sehr freuen. Außerdem seht ihr dann, wie ich Melissa vernichte, um gleichzuziehen. Im nächsten Video wird es erfrischend. Es gibt Sommerlimonaden und wir sagen tschüss, bis dahin. Ciao, tschüss. Ciao.